4277 und auf klassische Weise nehme ich jetzt erstmal zwei, drei Werte hinein, sodass man hier auswählen kann. So. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Mehr benötigen wir jetzt zur Veranschaulichung nicht. So, jetzt können wir wieder in die MicroStation reingehen. Auch die Feldverknüpfungen benötigen wir jetzt nicht mehr. So, jetzt könnten wir schon anfangen. Das kann natürlich auch im Vorfeld schon geschehen, Shapes bzw. Polygonflächen anzulegen. Die können natürlich auf ganz unterschiedliche Arten entstehen. Alle möglichen Formen werden berücksichtigt. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr und nehmen auch noch den. Jetzt steht auch hier der Raumstempel, der benutzt wird, drin. Und wir können jetzt mit Raum neu die erste Fläche erfassen. Wir haben eben von Dialog gesprochen, hier präsentiert er sich und wir haben die Auswahlmöglichkeiten innerhalb der Datenbank geschaffen und die sehen wir jetzt hier auch im Feld DIN 277. So, die Fläche und der Umfang wurden automatisch vom System ermittelt und ich gebe jetzt noch die Raumnummer ein, lasse Nutzfläche stehen und übernehme diesen Wert. Und jetzt kann ich den Stempel platzieren. Der Stempel wird durch die Datenbankwerte jetzt ausgefüllt und kann den Stempel auch mehrfach platzieren. Das heißt, ich kann ihn einmal innerhalb oder auch außerhalb des Raumes platzieren. Und wenn ich damit fertig bin, breche ich den Befehl mit Escape ab. Nehmen wir noch einen weiteren Raum. Und noch einen dritten. Sodass wir gleich in der Datenbank auch die Bidirektionalität testen können. Wunderbar. Man kann im Nachhinein natürlich den Stempel nochmal ändern oder auch austauschen lassen durch andere Stempel. Schauen wir uns nun die Datenbank an und wie auch eben schon besprochen, wurden einige Tabellen automatisiert angelegt innerhalb der Datenbank und unsere wichtige Tabelle ist die Tabelle Raumbuch. Und wir erkennen jetzt hier, dass diese drei Räume angelegt wurden. Die erste Zeile können wir hier wegnehmen. Bidirektionalität bedeutet, dass man auch in der Datenbank oder aber zum Beispiel über ein angeschlossenes Excel Werte verändern kann und diese dann zurückschreiben lassen kann in die Grafik. Und das wollen wir tun. Wir ersetzen beispielsweise 2x die 7 durch eine 8 oder 3x sogar die 7 durch die 8. Gut. Wir können die Tabelle schließen, die Datenbank kann offen bleiben. Die Tabelle könnte auch offen bleiben, das ist überhaupt kein Problem. Jeder Wert, der geändert wird, wird sofort abgespeichert. Gehen wir nun in die MicroStation und in der MicroStation gibt es den Befehl Raum synchronisieren und wenn wir den jetzt drücken, sehen wir auch sofort das Ergebnis. Die Raumnummern wurden alle durch die Datenbankeinträge hier geändert. Es gibt noch zahlreiche Modifikationsmöglichkeiten. Ich will mal einige jetzt mit Ihnen besprechen.
Zum einen Raum editieren. Man klickt die Fläche an und hat dann wieder diese Dialogbox innerhalb der MicroStation und könnte jetzt hier von Seiten der Grafik aus beispielsweise wieder die Raumnummer ändern oder eine andere Flächenart wählen oder dergleichen. Raumlink ist dafür vorgesehen, dass man Räume, die sich in ihrer Form ändern, das heißt also die, die sich in ihrer Form so stark ändern, dass man sie beispielsweise sprengen müsste oder aber, dass man zusätzliche Bereichserstellungen vornehmen müsste, sodass das Ursprungselement nicht mehr mit der Datenbank verbunden sein kann. Das wollen wir testen, indem wir jetzt in diesen Raum beispielsweise 2, 3 Stützen mal platzieren als Kreise und dann ein neues grafisches Element daraus erzeugen. Ich verschiebe kurz den Text, setze ganz wild 2, 3 Kreise hier ein und erzeuge über eine Bereichserstellung ein neues grafisches Element, benutze dafür das Fluten mit der Inselerkennung und das Original braucht nicht bewahrt bleiben, auch jetzt keine Füllung, das soll zuerst mal ausreichen. Noch hat sich der Stempel nicht geändert, wir sehen also die Quadratmeter haben sich noch nicht verändert. Mit dem Befehl Raumlink klicken wir zuerst auf den Stempel, damit das System erkennt, um welchen Raum es dabei geht, weil an diesem neuen, an dieser neuen Polygonfläche hängt jetzt kein Link mehr dran. Und im zweiten Step gehe ich dann her und setze den Link neu und man kann jetzt hier eindeutig sehen, die Quadratmeter haben sich verändert. Auch wenn zum Beispiel der Stempel gelöscht wird mit der MicroStation, kann man ihn quasi wiederholen, denn die Information zum Datensatz in der Datenbank hängt immer noch an der Polygonfläche dran. Also kann man mit diesem Befehl sich den Stempel wiederholen. Raumstempel tauschen, eben schon mal kurz angerissen. Man könnte jetzt hier die Raumstempel komplett gegen andere tauschen. Das macht natürlich Sinn bei Phasenveränderungen, wenn man beispielsweise von der Entwurfsplanung in die Ausführungsplanung wechselt. Räume zeigen. Hier werden alle erfassten Räume grafisch hervorgehoben. Diese Hervorhebung behält auch im Zoom ihr Aussehen und später kann ich dann entsprechend diese Hervorhebung wieder wegnehmen. Raumflächen updaten, wenn sich nur Flächen geändert haben, beispielsweise über eine Elementmanipulation, dann kann ich diese Flächen neu berechnen lassen. Wir sehen das jetzt einmal hier an dieser Fläche. Der Wert ändert sich. Ich habe diese vergrößert und diese verkleinert. Wir können das jetzt auch nochmal hier an dieser Fläche sehen, indem ich den Kreis einfach mal wieder ein bisschen größer ziehe. So, von 51,81 Quadratmeter müssten wir jetzt einen etwas anderen Wert sehen. Raumflächen updaten, kennt 3 Räume und wir sehen auch hier die Veränderung. Räume synchronisieren haben wir eben schon gemacht, das heißt also nicht nur Flächenwerte, die sich ändern, sondern auch Bezeichnungen oder andere Werteeinträge innerhalb der Datenbank werden dann synchronisiert. Wenn man die
den aktuellen oder beziehungsweise die MicroStation-Zeichnung umbenennt, weil die wird auch als Indikator natürlich mitgeführt innerhalb der Datenbank. Muss man hier diesen Schalter betätigen, damit in die Datenbank der neue aktuelle DGN-Name aufgeführt wird. Arbeitet man mit Flächenfüllungen, so wird es eben in der Konfiguration kurz gesehen haben, dann kann man hier auch diese Flächenfüllungen updaten lassen. Einige Prüffunktionen sind auch mit hinterlegt, das heißt also, um zu gewährleisten, dass alle Räume, die wir in der Zeichnung vorfinden, auch in der Datenbank sind und umgekehrt. Dazu sind diese beiden Schalter, die in jeweils eine Richtung prüfen und eventuelle Unstimmigkeiten wegnehmen. Den Schalter Geschosskopie hatten wir eben in der Konfiguration auch kurz gesehen. Hiermit lassen sich Räume löschen, also Flächenfüllungen löschen. Zur späteren Übergabe, beispielsweise in das Autodesk DPG-Format, kann man dann diese Stempelinformationen, die Datenbankinformationen, in MicroStation Sachdaten umwandeln lassen, die sich dann bei der Konvertierung in AutoCAD-Attribute übersetzen lassen. Datenbank an. Wir hatten ja hier die Erstellung der Raumbuchtabelle gesehen. Und natürlich kann man diese Daten dann auch innerhalb von Access oder auch von Excel weiterverarbeiten. Also über Abfragen lassen sich dann die Werte beispielsweise anders sortieren oder aber auch im Übergang nach Excel dann weiterverarbeiten. Also einfach noch die Daten auch in Excel weiterverarbeiten. Über den Exportvorgang bekommt man diese dann ins Excel-Format und kann dann eventuelle Aufsummierungen oder dergleichen vornehmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt im Anschluss folgen noch ein paar Beispiele von realen Projekten. Vielen Dank.